endet im Auto, es beginnt im Auto. Tochter ist weg. Hat heute natürlich wieder hitzefrei. Na Mensch. Die haben mein Leben. Jo, heute bin ich aber am Laden. Heute kümmert sich die Mutti drum. Der nächste Antrieb steht schon bereit. Beziehungsweise ist es da auch nicht. Sie meinte, Antrieb ist kaputt, aber ist es nicht. Da ist die Kette total rostig. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an im Laden. Vielleicht kriegen wir die reanimiert. Das wäre am allerbesten. Da muss man nicht so viel Geld ausgeben. Ansonsten ist es an der Kette eigentlich auch nur. Schauen wir mal. Sehen wir gleich. Also bis gleich. Wow, Frühstück. Leckeres Frühstück für Tommy. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ja! Jetzt zeige ich noch eine Dreiviertelstunde Zeit oder so. Ich sehe doch mal nicht, weil die Kanne davor ist. Und da werde ich jetzt ein bisschen was frühstücken. Dann gucke ich nochmal in den Computer, was da so los ist. Jetzt gucken wir mal auf YouTube, was da so geht. Ob da was geht. Find da super, unsere Karstadt-Tradition. Ja, die Karstadt-Tradition. Die ist schon okay. Ja, ansonsten tut sich ja nicht viel auf dem Kanal, muss ich mal sagen. Was ist denn da los jetzt? Was ist denn da los? 313 Abonnenten? Ja, naja. Ja. Sommerpause, Sommerloch. Tja, ich mache einfach so weiter, aber ich habe, wie gesagt, ich habe nicht die Zeit. Ich kann mich nicht noch mehr als 2 Stunden am Tag mit YouTube beschäftigen. Das ist schon recht viel. Das ist, mag wenig sein, natürlich angesichts der Leute, die das nur videotechnisch machen. Die sind natürlich da 4-5 Stunden vielleicht bei am Tag. Ich bin bei YouTube rein am Schneiden und Hochladen und Beschreiben. Und so weit bin ich vielleicht 2 Stunden. Allerdings die Zeit nicht mitgerechnet, wo ich natürlich die Kamera in der Hand habe und die Aufnahmen mache. Wo ich aber nebenbei eigentlich noch meinen Fahrradladen habe. Ja, also darum geht es ja auch eigentlich, es geht um den Fahrradladen. Nicht um irgendwelche trendigen Videos hoch zu pushen oder so. Und Aufmerksamkeit will ich ja nur von den YouTube-Zuschauern, die das interessiert. Ich will ja nicht die Aufmerksamkeit von irgendwelchen Leuten, die es nicht interessiert. Das möchte ich ja nicht, aber das ist ja völlig deplatziert denn. Also was soll man irgendwie mit irgendwelchen künstlichen Sachen? Aber die Leute interessiert es gar nicht. Ja, ich würde mich freuen, wenn es noch mehr Leute interessieren würde. Es ist unglaublich, wie wenig Leute das interessiert. Tatsächlich. Also es ist ja recht wenig dafür, dass ich das schon fast 2 Jahre jetzt mache. Also bestimmt intensiv, fast täglich, eigentlich täglich. Ich habe ja einen Haufen Videos gelöscht und löschen müssen wegen diese ganzen Livestreams habe ich ja alle gelöscht, alle runtergenommen wegen dem BSR-Menschen. Ansonsten hätten wir ja noch richtig, die ganzen Livestream-Dinger sind alle weg. Na, was soll ich machen? 14 Minuten um? Was? 14 Minuten bin ich schon am Fressen? Was? Hilfe, 8.44 Uhr, was? Muss auf den Top und alles. Also bis gleich im Laden. Jo, jetzt kommen wir mal zum das krumme Rad hier. Bap. Das ist total zertreten oder irgendwas. Schauen wir mal, ob ich das ein bisschen gerade kriege. Ne, bekomme ich nicht, merke ich schon. Ne, keine Chance. Oh ne, oh ne, oh ne. Nochmal runternehmen, Speichel ist gerissen. Also nochmal alles ab. Ey, scheiße. Also immer schön vorher testen, bevor er sowas macht, die Speichen rum sind. Also das ist jetzt meine Lehre daraus. Tja, wenn so ein Hirsch wie Ike das so festgedreht hat, dann muss man damit einen Schraubstock. So, dann müssen natürlich die ganze Montagehilfe hin, finde ich, die wir jetzt haben, Nutzer. Den Scheiß machen wir hier ab. Hier
auf den Sack. Hätten wir halt gestern gleich mal gesehen. Hier ist die Speiche kaputt. Hier hinter. Brechreiz, Burg. So. Ich hole die Speiche hier raus und mache dann eine neue Speiche drin. Dann messe ich die aus hier, die alte. Und genau so ein Maß kommt drin, allerdings in Silber. Und dann hoffe ich, dass es dann gerade geht. Also werden wir gleich sehen. Drehen wir natürlich den trocken durch. Hier ist die alte Speiche. Da ist die neue mit Silber. Die anderen sind richtig fest, die anderen Dinger. Sieht aus, als könnte es funktionieren. So. Moin. Hi. Ich habe eine Frage. Ich habe ein Mountainbike, was ich so ein Jahr nicht mehr bewegt habe. Wollte ich eigentlich heute früh ein bisschen damit fahren. Jetzt sind die Bremsen fest. Ja. Das sind so Scheibenbremsen. Oh, nee, machen wir nicht. Moin. Morgen. Ich vermisse dich. Ich sehe dich. Ja, ja, ich bin doch hier. Hast du... Pass auf, bei Guidos Fahrradwelt. Kannst du oben in der Bodystraße, die machen Scheibenbremse. Alles klar, danke. Bitte. Rauchzucker? Nee, habe ich nicht mehr. Ich will bei dir kontrollieren. Ja, kannst du. Bis dann, ciao, ciao. Erster Auftrag. Das ist ja fast gerade. Oh, ich glaube, ich krieg das nicht 100%, ey. Na so, lassen wir es mal. Im Gegensatz zu gestern ist das doch Gold. Also, so lass ich's. Jetzt haben wir hier das angekündigte Rad, wo eigentlich der Antrieb blitzeneu ist, wie es aussieht. Ne? Schaltwerk hoch, das ist getauscht, das ist getauscht. Das wurde getauscht und dann ist das stehen gelassen worden. Und die Kette ist natürlich rostig wie Sau. Und die werde ich jetzt ein bisschen entrosten und dann schauen wir doch mal, ob das schon reicht. Weil neuen Antrieb nochmal 150 Euro ausgeben oder mehr, muss ja nun nie sein. Mal gucken, ob wir das hinkriegen bei dem Ding. So, gut. Lass doch in den Winter! Thorsten Fuscht! Ja, jetzt lass mich mal ran! Lass mich mal bitte ran! Ich muss mal arbeiten. Muss jetzt ran. Der Thorsten meint es ja immer gut, aber er macht das ja schon die ganze Zeit hier. Mann, ey, es ist eine Aufgabe. Ist ja schneller natürlich eine neue Kette aufgemacht. Das ist schon geweiht. Nee, das ist zu breit. Thorsten, das ist zu breit. Es ist zu breit, dann klackt das da. Scheiße.
Das war das. Das Rad funktioniert. Die Kette musste mal ein bisschen bewegen, ein bisschen entrosten. Hat ja schon lange gedauert, 24 Minuten. Ja. So viel wie eine neue Kette. Ja, läuft. Pause, ja. Was macht Pause jetzt? Pause vor der Pause. Das ist schon irre, ey. War gerade eine Frau da. Die wollte mir steif und fest erklären, dass sie noch nie ein Ventil im Schlauch hatte und jetzt ist der Schlauch kaputt. Also, sie meinte, der Schlauch ist kaputt. Ich meinte, da ist kein Ventil drin. Da meinte sie, das war schon immer so. Und beim letzten Mal ist es ein Jahr her, dass sie einen Plattenreifen hatte. Ich sage, das kann nicht sein. Wenn das Ventil raus ist, dann ist raus. Dann ist Luft raus. Das ist wie ein Luftballon. Nein, das ist nicht so. Sie ist ohne Ventil, immer ohne Ventil. Sie hat noch nie ein Ventil drin gehabt. Und das war schon immer so. Ich sage, nee, geht nicht. Das versteht sie nicht. Das kann nicht sein. Ja. Jetzt hat sie ein Ventil drin gemacht und die Luft hat gehalten. Hoppala. Hopsasa. So ist es. Manchmal ist es ja auch gut, auf Leute zu hören, die jeden Tag damit zu tun haben. Auch wenn es einem schwerfällt, das sich einzugestehen, dass man es nicht wahrgenommen hat, dass vielleicht nur die schwarze Kappe gefehlt hat. Irgendjemand hat ihr das Ventil rausgeschraubt und wollte wahrscheinlich das Fahrrad dann irgendwann klauen. Ah, ja. Ja. Gut, ich mache jetzt Pause mit Thorsten. Jan war gerade mit der Doku da. Doku da war wunderbar. Gut, jetzt baue ich das hier aus. Kein Felgenband. Das ist nicht gut. Ohne Felgenband ist er natürlich immer wieder platt. Deswegen hole ich jetzt ein neues. Die vorne liegen schon. Neues Felgenband. Ohne Felgenband geht es nicht. Das alte Felgenband war gerissen. Lag quasi nur noch lose bei. Und hat dementsprechend auch keine Schutzfunktion. Man muss seinen Schlauch vor den Speichenenden schützen. Das macht ein Felgenband. Und nur wenn es ganz ist, macht es das gut. Da reinigt das Ventil raus. Ihr kennt das ja. Schön. Herzlichen Glückwunsch, Brummel. Ja. Du bist kerngesund. Das ist ja gut. Brummel ist gesund, hat er gerade gesagt. Kam gerade von der Untersuchung. Offensichtlich musste er mir gleich mitteilen, dass er ganz gesund ist. Nichts hat. Er ist halt einfach nur ein Brummel. Hast du viel zu tun? Hat sich jemand beschwert wegen gestern? Nee, aber es sind auch viele Räder nicht zurückgekommen, war einfach. Okay. Ich habe jetzt bestimmt 5 offene Räder. Das kostet mich ein bisschen viel Geld, so ein freier Tag. Also so ein. Na ja, gut, das ist jetzt blöd gelaufen, ne, mit der Klingel. Thorstens. Thorsten kriegt einen Sohn. Ah. Hat er sich ja gewünscht. Waren heute bei der. Feindiagnostik schon in der Woche? Oder? 20. Woche muss das denn sein. Kommt schon hin, wa? Mhm. Ja, das ist schnell. Das ist scheiße. Ein Junge. It's a boy!
sich ein Mädchen wünscht. Naja, kann man sich nicht aussuchen. Und er hat gesagt, egal, machen wir neues. Na, dann müssen wir mal warten, bis das erste kommt. Ist das Skadi? Das weiß ich nicht. Jo, was haben wir hier? Also, wir bauen ja um von nicht mehr funktionierender bei durchdrehender Pentasport. Bauen wir um auf Dreigang, eine Armschaltung gebraucht. Torpedo. Das mache ich jetzt. Ich schraube den Stift hier raus. Der ist schon raus. Schraube ich raus. Den brauchen wir nicht mehr. Den Zug, den hängen wir aus. Den brauchen wir auch nicht mehr. Schalter brauchen wir hier auch nicht mehr. Ausdrehen. Und die Narbe schauen wir uns dann auch irgendwann mal an, um zu sehen, was da passiert ist, warum es nicht mehr funktioniert. Die Zeit haben wir jetzt allerdings nicht. Der gute Mann kommt nachher schon und will sein Rad abholen. Jetzt 15er Schlüssel, abschrauben. You can have it for free, it's no problem. But I know you will lose. No, I put whatever I would lose, I put it in one place. It's a loose place. Exactly. Losing place. It's my losing Schublade. Right. Okay. That's okay. Danke. Take care. Bye-bye. Er hat ein extra Licht mitgenommen, eine extra Glühbirne. Meinte, ja, wenn das dann passiert, dann hat er eher, ja, haha. Aber du wirst ihn mit Sicherheit verlieren. Also ich weiß, du wirst sie verlieren. Und er meint daraufhin, ah nein, egal was er verliert, ist alles an einem Punkt bei ihm. Lost place, sozusagen, ne? Wo war ich stehen geblieben? 15 Minuten läuft ja schon. Also, wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Genau, hier habe ich den Zug abgemacht, Hinterrad raus, die Narbe. Jetzt bauen wir schnell den Reifen noch um, weil der hat geile Reifen drauf, Marathon XR, Double Defense Dinger. Marathon XR Laufreifen. Marathon XR Reifen sind die besten, die man kriegen konnte. Halten. Jetzt pumpe ich den Schlauch wieder auf, dann schließe ich den Zug wieder an, baue oben einen anderen Schalter an, also das ist schon richtig Arbeit. Ne? Also okay, haben wir fertig. Das ist hier kaputt, sagt der Kollege. Wie meinst du? Naja, so ein Kiefer. Ja? Finde ich beachtlich. Ach so, von dem Hirsch. Das Hirsch. Das Descher Hirsch. Ey, wir haben in unserem Rot, wie in unserer Dacia, das in dem, das sind so zwei Wildschweinschädel. Ja. Ey, du willst ja lieber vom Schäferhund gebissen werden als von den Biestern. Ja. Also die sind ja schon. Der hört ja vielleicht wenigstens noch. Wenn du sagst, aus. Naja, und viel Platz für so ein Hirn ist in dem Wildschweinschädel auch nicht.
Ja, die haben schon das Wichtigste im Kopf. Ja. Ah, der muss ich jetzt. Siehst du? Ich werde da noch Guthaben bei mir. Kann abarbeiten. Das habe ich ihn vor 5 Jahren oder 6 Jahren verkauft. Ich weiß ja nicht mehr. Und jetzt reißt die Hufe hoch. Das Manufakturschloss von Trelloc. 150 Euro. Boah. Er wollte es ja unbedingt haben. Mit Lederintarsien. Also. Ja. Schnassi, Basi. Was Schnassi ist, kann Basi sein. Da ist er. Ist offen. Tja, ab und zu mal pflegen, so ein Schloss. Leg ja allen ans Herz. Nicht erst dann, wenn es zu spät ist, sondern schon mal davor. Er wollte es jetzt wegschmeißen. Hätte ihn wieder 100 Euro gekostet für neu. Gut, fertig. Oh. Hans von Kofer verschenkt mir von mir. Haben sie mir von Tiere gestellt. Ja, liebe Leute, ich packe zusammen. Heute ist Feierabend, das ist 9:30 Uhr. Oh, hier ist mein Wasser. Gott sei Dank. So, ich brauche ein bisschen was zu trinken und dann ist Feierabend hier. Also. Mann, heute wieder ein Tag. Unglaublich. Ich hab mir geschafft, wir sehen uns morgen. Also bis dann, bleibt dran. Ne? Euer Tommy. Und die Doku ist fertig. Und ich finde persönlich dafür, dass sie nicht wirklich mit Interview etc. gemacht ist, sondern einfach nur so ein paar Kommentare nebenbei enthält. Mit schöner Musik untermalt, ist die sehr gut geworden, finde ich. Also in der kurzen Zeit, mit dem recht geringen Budget, was ich... Also für eine Dokumentation habe ich ein sehr geringes Budget. Ja? Also nicht für mich ist es trotzdem immer noch viel Geld. Finde ich, ist es wirklich gut geworden, was er da gemacht hat. Man sieht, er hat es studiert. Er weiß, was er tut. Finde ich. Ja. Also, dann sehen wir uns morgen. Freut euch schon mal drauf auf die Doku. Und ich wünsche euch alle Gute. Schlaf gut. Bis dann. Ciao.